Ground to cockpit, toes driving up. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Set parking brake.
Ja, das passiert, wenn man nicht vorher nachguckt, wo man sich hinstellt. Guten Abend. Gut geparkt ist halb gewonnen, ne? Treibstoff ist fast da. Wir haben fast fertig getankt. Dann kann man hier lalala, den da drücken. Da 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 da, den da an. Da 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 da. Gut, Wing. Der Flug ist halt relativ tief, Level 230 nur, wegen Luftraumbeschränkungen. So, fast fertig getankt. Mal gucken, wie weit ist unser Kollege Blackbox. Park 2 neben uns. Ne? Wir sind, das sind wir hier. Die TUI. Neben uns ist eine KLM angeblich. Okay, keine Ahnung. Lufthansa. Und One Engine Out. Okay, dann. Mal gucken, also unser CEO Fuel sollte 54,3 Tonnen sein. Ja, 54,4 passt. Takeoff Weight 61,1. 61,1 passt, also stimmt alles wunderbar. Weg damit. Arcas fertig machen. TUI 203 von EDDL nach LOWS. DDDN ist das Alternate, weil da ist ATC. Machen wir heute so. Also ATIS, Düsseldorf, Request WATSIM ATIS. Ding Dong ging schnell. Currently, no, it's available. Wirklich? Ist wohl noch zu frisch. Ich hab's dafür, aber hier drüben auf dem Bildschirm. Passt. Mal gucken, ob der Kollege zumindest PTC anbietet. Achso, ich muss umschalten. Zack, da hier ist der Düsseldorf Delivery 12177. Machen wir gleich mal hier. Direct contact Düsseldorf Ground, Water Rescue Liner von Push and Start. On Ground 12199. Hallo, Luftwaffe 7, Alpha Charlie. Ciao, ciao. Delivery, guten Abend. TUI Jet 203. Jo, hallo, PTC? Affirm. Okay. Also PTC. Dann können wir da uns einen Request mal hinschicken. Also, was haben wir hier? Düsseldorf Information. TUI 203, Düsseldorf Levy. TUI Jet 203, ja, Roger, we'll send you a PTC. 203, you have no flight then. Ja, yeah, okay. I'm still working on that. Also, Information Sierra, bla bla bla, 2-3 left. Departure Frequency, Langen Radar 12855, 2305 knots, light rain. Ah, ich muss Wetter anschalten. Weather, 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 start weather. Bla bla bla. Light rain, overcast, broken, oh. Few 1200, broken 34, overcast 42, QNH 991. Temporary moderate rain, information Sierra out. Cool. Also Flugplan. Sim brief, load, da ist er, remarks, anpassen und up.
Send. Cool. Dann haben wir das geklärt. Ja, Radar ist ziemlich viel los, ne? Nicht schlecht, ne? Ah, cool, hi. Alle fliegen nach Salzburg. Warum wohl? So, dann machen wir jetzt weiter mit der PDC. Zack. Also Information. Sierra, Stand, was sind wir hier? Oh, das wäre weg, der Blackbox. Ist denn der Rechner abgekackt oder was? Was ist für ein Stand hier? Alpha. Okay. Dann müssen wir uns hier behelfen. Alpha 1-4. Also, Alpha 1-4. Blalala, Düsseldorf nach Salzburg to Station, Code, na komm, Adresse EDDL, Send, so. Und was ist los mit dem Kollegen Blackbox? Ah, taking a real quick break, na gut, dann warten wir auch noch. Ah, er lädt noch hier. Er hat nämlich gerade gewechselt von Prepared auf X-Plane. Er ist auf dem ersten Leg, ist er mit dem FS Labs A321 geflogen, fliegt mit dem Thulis A321 bei X-Plane. Visual 3.3, keine Ahnung. Was wird er angucken? Mal gucken, ja, sowas immer hier. Wetter. LOWS Meta. 330, ja, Cup okay. Aber 20 Grad, 4 Knoten, nee, das gibt dann leichten Rückenwind zur Landung. Da gibt es dann keinen Circle to Land. Hey. Ah, da kommt unser ACAS Uplink, das ist unsere Clearance hier. Da kommt Nachricht hier, ATC Uplink. Und da oben ist das weiß geworden hier, CDU. Also dann ATC drücken. Clear to Salzburg, QMIX 6 Tango, 23 left, 2223, QNH 991, report ready on frequency. Okay. Also accept, send. QMIX 6 Tango, 2223. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich auf meinen FMS gucken. Lass mal. Ja, also Köln, New York geht nicht, aber New York, Köln könnte knapp funktionieren. Also, Fuel Reserves, was haben wir gesagt hier? Zack, 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 zack. Also, Alternate Fuel und Final Reserve 1,5 und 1 ist 2,5 Tonnen. This is for delivery. Good evening, Windmill 6 Tango Charlie, ready to check. Level 230. Ach, der Wind im Raum noch. Den Tango Charlie, das ist für die 5 oder 5. Average Wind 219 mit 3. Windmill 6 Tango Charlie, we are at stand Victor 25 Airbus 321 with permission 0, requesting our park clearance to Salzburg. One engine out, 6 Tango Charlie, just to the freeway, start approved, clear to Salzburg, wait, the Kuvik 6 10 departure, flight plan to the class 5 on speed, squawk 2266.
Also Kumix 6 Tango, execute. So clear to dismiss, we're going to Kumix 6 Tango, runway 23 left, squawk 2266. Dann machen wir noch fertig hier. Aber ich wollte noch. Ich wollte noch. Index, Performance, Double Defend, N1 Limit. Wir brauchen nämlich hier nicht Vollgas. Die Bahn ist lang, wir sind leicht. Dann nehmen wir hier TO1 und Climb 1. Jetzt können wir auf Takeoff bewegen. Was haben wir gesagt? Hier der CG. Bla bla bla. Payload ist immer gesagt. 20,7%. Das sind die Speeds. 142 V2. 142 und wir machen hier Runway Heading. Ich glaube, es ist 232 oder sowas. 233. Und den machen wir auch dann. Journey 2013. Das ist nur. Wir brauchen noch das QMarsch. QMarsch 991, komm. 991. Und auch du kriegst 991 gesetzt. There you go. Ja, der Jetstream, was heißt Jetstream? Allgemein hast du relativ starke Winde von West nach Ost in der Regel. Und wenn man über Atlantik fliegt, sucht man sich halt die Route aus mit dem besten Rückenwind und dann kann man mit 50 bis 100 Knoten durchschnittlich im Rückenwind rechnen. Das ist halt schon eine Stunde kürzer, ne, auf die Strecke. Hamburg 764. Ja, Dibi, du kannst noch, du kannst ja den Flug planen mit, mit dem sogenannten Replanning Procedure. Das heißt, du nimmst eigentlich an, dass du nur nach Boston oder nach Bangor fliegst. Wenn du aber kurz vor dem Zielflughafen merkst, dass dir der Sprit noch reicht bis JFK, dann fliegst du da bis JFK weiter. Der Trick dabei ist nämlich, dass du den Contingency Fuel dann nur für das letzte Leg einrechnen musst und nicht für die erste Strecke. Das heißt, du sparst dann 3% Treibstoff ein. Von der Berechnung her. Allerdings in JFK ins Holding kannst du da nicht akzeptieren. Da musst du vielleicht sofort diverten. Your choice. Guck das mal an, das Dokument, das ich gestern verlinkt hatte, ich glaube, das ist drin. Also 5000 Fuß. Can you give me a ATIS frequency? I can't seem to find it. Ich muss noch die Flugkarten umkopieren und ungewollte Fenster schließen. Also den können wir minimieren. Was haben wir noch hier für Mist rumliegen? Eigentlich wollte ich hier meine Wintertexturen reinladen lassen, hat auch nicht geklappt. Ich wollte. Schade. Egal. EGAL. Germanx 2218 would be 123.770. 123.770, thank you very much. Ausschneiden. Charts einfügen. Hamburg, tschüss. Und nochmal Charts laden, da sind wir. Charles Darwin. Ne? Also, wir haben die Kumig 6 Tango bekommen. Und da sollten wir im FMS gleich die folgenden Wegpunkte sehen können. Also 23 left bei 600 Fuß, Direct Waypoint Delta Lima 239, 241 Elbal, Degom, Level 150 or above, Kumig. Mal gucken, ob das so stimmt. Feed 239, 241 Elbal, Degom. Und Elbal at Oberf, Degom at Oberf 150 und dann Kumig. Stimmt also. Sind wir zufrieden.
geparkt haben wir hier bei Alpha 1 vor. Den gibt's gar nicht mehr. Ah, so Mist. Und dann machen wir einen Pushback irgendwo dahin und dann geht's wahrscheinlich über Papa 3 oder Papa 2 und Mike raus zum Holding Point 23 Left. Kurs ist 232 Grad. Also habe ich es fast richtig erwischt nochmal. 232. Und es gibt das Düssel-Lichdorf VOR 115,1. Düssel-Lichdorf 15,15. Und da haben wir auch schon hier die Nadeln, die hinzeigen. Düsseldorf, Demi und Kurs. Post. So. Ist der Kollege zurück da drüben? Ne, Leipzig eher. Ist da jetzt okay. Und wo ist die... Windmühle hin? Ist der zurück? Ja. Mal gucken, wo der steht. Ah, die Leipzig eher. Ha, wird angezeigt jetzt und nicht Windmilling. One Engine Out Airways. Gibt's da schon ein Set für X-Plane? Muss ich mal schauen. Gleich mal fragen. That's the visual approach there, and so we should go via, yeah, let's do Whiskey Sierra 831, and let's do this. Ah, der Pasch alles im Voraus. Ah, der will Circle to Land fliegen. Machen wir vielleicht auch dann. That's a drop delivery, generally so 2013. We hold our flight plan for Nuremberg, by Fort Nuremberg, please. Right, perfect. Cool. So, Wings 213. Information service current side approved clear to Nürnberg by the Kuhn 6 Tango departure and flight plan to decline 5,000 feet, squawk 2216. Maybe Chris can answer that one. Terminal 1215, we have Sierra. I'm sorry to mention it. We are cleared to Nuremberg Airport via the Kuhn 6 departure decision and maintain 5,000 squawk 2216 for General Wings 1213. Is gonna be also das ist ja hier, haben wir auch schon mal gesehen, das ist alles hier so ein bisschen so déjà vu, ne? Also ich will euch nicht mit dem Briefing zweimal nerven. Gut. So. Ich warte noch eine Minute und dann geht es los. Ich gehe Wasser holen und dann bin ich zurück. Delivery, Moin, Delta 9, Delta 1, Fox, Hot, Tango, Servo, Ring 737-200, non-RNF equipment with information Sierra, request clearance to turn back.
Delta Alpha Fox on Tango Sierra, das ist der Flügel. Intervention Sierra ist current. So. Das haben wir. Runway heading. Start approved. Correction. Score 2252 and climb initially 5000 feet. Delta Alpha Fox on Tango Sierra, repeat to Nürnberg. Y vector departure. Flügel 5 runway heading and climb. Altitude flight level. Altitude 5000 feet and Auskurve. Und Altitude 2252. Delta Alpha Fox on Tango Sierra, repeat direct contact. Of ground water and decimal of push start. Bye bye. Protecting ground for push start. Delta Alpha Sierra, danke. Hoppada. Super, noch mal ein Schmierzettel. Ganz vergessen. Komm zu Daddy. Wo bist du? Schmierzettel. Komm her. Ich habe irgendwelche alten Hotelrechnungen rumfahren. Genau, ich nehme bei hier. Woher kommst du? Ach, eine Rechnung vom Flughafen Braunschweig vom letzten Jahr. Das ist doch ein würdiges Stück Papier, auf das man kritzeln kann. Also, wir sind TUI 203, Flight Level 230. Wir haben unsere Clearance schon und dann brauchen wir noch unsere Start and Push. And TUI Jet 203, ready for Start and Push. TUI 203, are you modifying? Say again. Yeah, the PDC told me to contact you for start and push. Well, it should be can contact this is ground for start and push. 1219, bye bye. Yeah, 1219, ciao. Ground good Abend, TUI Jet 203, request start and push. TUI Jet 203, start and push approved facing north. Start a push approved to the north, TUI Jet 203. Na dann. Brauchen wir den hier, ground services, better pushback. Ground to cockpit. General wings for departure. Do you know what active runway settings for departure? German wings 2213, active runway is 23 left. Power connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Brauchen noch hier unser Beacon. Und dann Park Brake released. Und los geht's. Starting pushback and you may start the engines. Also, einmal ein Flow hier, la 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 la, Fuel Pumps on, das ist alles gut, das ist alles off, off, Override, on, und Starting Engine Number 2. So, dann Fuel on number 2. German Express 108, taxi holding point runway 23 left via Papa 2, Mike and Lima 1. And there is traffic on Mike. Please watch out. Taxi holding point 23 left via Papa 2, Mike Lima 1 and watching out for traffic on Mike. German Express 108. Okay, starting engine number 1. Düsseldorf Ground, moin, Delta Alpha Fox on Tango Sierra, request start with pushback. Delta Alpha Fox, und bitte einmal Tango, alle bereit machen Ground, für eine Runde Track-Eier. Geht gleich los.
Erstmal Fuel on hier beim Nummer 1 Triebwerk. Und jetzt kommt Track IR. Zack, kalibriert. So. Richtig zoomen. So. Passt, ja. Tür ist zu. Oh, da sind dann hier. Zack, machen wir. Operation complete. Please set parking brake. Ja, Hamburg. 764 X-Ray, contact tower 118, display of nice evening and a good flight, bis bald, tschüss. 118, das war Tree, dir vielen Dank, 764 X-Ray, tschüss. Das Problem mit dem Track IR ist, dass der halt nicht stehen bleibt. Man muss ihn eigentlich immer wieder mal deaktivieren, pausieren, sonst kommt man da nicht nach mit dem Klicken. German Express 108, Contact Tower 118, Decimal 3, schönen Abend und Mund. Flaps 5. 118, der German Express 108, man sieht sich, ciao. Selected. Tower is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right, I'll see you next time and have a safe flight. So, dann haben wir das gemacht und wir brauchen noch einmal hier Trim-Check. Ja, passt. Und dann ist der, glaube ich, After-Start ist gut, ne? Hier, lalala, alles gut, alles gut, alles gut. Und dann Taxi. TuiJet 203, ready for Taxi. TuiJet 203, Taxi Holding Point, Runway 23 left via Tango Papa 2, Mike and Lima 1. Taxi Holding Point, Lima 1, Runway 23 left via Tango Papa 2 and Mike, TuiJet 203. Also, Tango, Papa 2, Mike und dann hier zum Lima 1. Schaffen wir. Also geradeaus, leicht rechts, leicht links, und dann sind wir da. Iguana 703, Düsseldorf Ground, schönen guten Abend, good evening, Taxi, Stand Victor 26, via Lima 5 and Tango. Victor 26, via Lima 5 and Tango, Iguana 703, thank you. Düsseldorf Ground, wunderschönen guten Abend. Warum habe ich hier Reverse aktiviert? Whatever. Iguana ist, glaube ich, dieser andere reale 737-Pilot, der hier noch nebenbei fliegt. Den kennt ihr bestimmt auch von Streams. Your Wings 9398, do you have clearance from delivery? Affirmative. Also leicht rechts. Yes, stand by, Eurowings 93-98. Roger, Eurowings 93-98. Leicht links und dann wieder nach rechts, dann sind wir da, auf dem Mic. Düsseldorf Ground, guten Abend, die Windmill 711 Stand ist Alpha. Das ist der Black Box. Can't see the Alpha 16 requesting start and push. Windmill 711, push and start approved, facing north. Push, start approved, face north, Windmill 711. Data Tango Sierra, request taxi. Delta Tango Sierra Taxi, holding point 1823 left via Papa 4, Mike and Lima 2. Delta Tango Sierra 1823 left via Papa 4, Mike and Lima 2, Delta Tango Sierra. Ja, die Frames sind gerade sehr grenzwertig, um die 20, manchmal 19, deswegen gibt es ja manchmal die Beschwerden.
geparkt haben mit einer Cessna unterm Airbus. Naja, wenn es glücklich macht. Das ist wie Chihuahua unter deutscher Dogge. Eurowings 9398. Go ahead, Eurowings 9398. Eurowings 9398, push and start approved facing north. Push and start approved facing north, Eurowings 9398. TUI Jet 203, contact tower 118.3, have a nice evening and a good flight, bye bye. 1183, TUI Jet 203, danke, ciao. To Papa Delta Wind 2, 3, 8.55. Golf Echo X 108, you have two arrivals prior to departure. So, guten Abend, TUI Jet 203, ready for departure. TUI Jet 203, to travel, good evening. Achso, genau, das mit dem Umstellen hat man schon mal gemacht letztes Mal, hat sich nicht gemerkt, das Ding, ne? Machen wir gleich mal jetzt. Sekunde, wie geht das? Ich muss den Knopf drücken. Dann gehe ich hier auf Visual Effects und Ski. Da sind die Ski-Effekte. Easy 86 Zulu Romeo, do you have the landing traffic inside? Alpha, Easy 86, Zulu Romeo. Easy 86, Zulu Romeo, behind the landing A321, your wings. You can cross runway 23 left to Lima 6. How was your after the landing traffic? Clear to cross runway 23 left and hold on the taxiway Lima. Easy 86, Zulu Romeo. Lufthauer Moin, Delta Foxtrot Tango Sierra. Delta Tango Sierra, good evening. Genau, fast mäßig. Delta Lima 6 and contact 1121, SO9. Ja, ich hatte das doch eigentlich gespeichert letztes Mal. Also speichern wir es nochmal. Airflow 2436, wind 2304 knots, clear to land runway 23 left. Clear to land runway 23 left, airflow 2436. Ah, da kommt eine Aeroflot. Golf Echo X-ray 108. Come on, go ahead. Golf Echo X-ray 108, after the landing, Aeroflot Boeing 737, line up at wind 23 left behind. Next landing traffic, 737-800. Line up runway 23 left and wait behind German Express 108. German Express. Was ist denn das für ein Ding? Gags, ja. Und da kommt die Aeroschrott. Das ist aber ein 737, ne? Good evening, Gravity 1043 on ILS 23 left. Was ist Aeroflot, ja. Gravity 1043 Heavy, Destroy Tower, hello, continue approach. Vico. Gravity 1043 Heavy, minimal approach speed if possible. Gotcha, was los, ja?
Reducing to minimum, port speed, gravity 1043. Ah. Nein, ich konnte nicht mehr drehen, weil meine Maus nicht mehr reingepasst hat. Da geht auch was ab hier. Aeroflot 2436, next left, ground 121, this one. Der macht einen Pushback mit der Cessna. Next left, 121, Aeroflot 2436. Das ist dubios, das muss ich mir angucken. Спасибо. Das muss ich mir angucken. German Express 108, wind 2304 knots, clear for takeoff 23 left. 23 left, clear for takeoff, German Express 108, danke dir, ciao. So. Es gibt für Leipzig. Ja. Geht's bestimmt in Livery, ja, für die Sibo, glaube ich schon, ja. Türklein, 23 left, Gravity 1043. German Express 108, Langer Radar 12855, bye bye. 2203 after landing, Boeing 777 line up and wait 23 left behind. Beyond the landing, 777, runway 23 left, line up and wait behind, TUI jet 203. Okay, that was blocked, TUI 203, after landing, 777, line up and wait 23 left behind. Yeah, behind landing, 777, runway 23 left, line up and wait behind, TUI jet 203. Düsseldorf Tower, this is Air Greece, RSV2, establish Riley's approach, runway 23 left. So, there's a 777. Let's have a look. Oh ja, der kommt aber sehr tief rein. Hoho. Okay, das ist schon das Tower. Er ist 972, continue. Very high pitch. Continue approach. And can you reduce minimum approach speed, please? Okay, there's somebody on approach, so I have to hurry up here. Bobby. Also, lights on, strobe on. Also, flaps, RTO, speed brake stowed, auto throttle armed, trim is checked, LNAV and VNAV armed, 5000 feet, contact, departure 12855. 203, okay, stop one moment. Priority 1043, I'm relocated via Lima 5. 043, ground 121 decimal 9. Ground 121 decimal 9, I would like to have a look. Air Greece 972, maintain runway heading, climb 3000 feet. Please repeat for Air Greece 972. Air Greece 972, go around, repeat, go around, climb 3000 runway heading. Go around 3000 runway heading, Air Greece 972. Oops. Der muss durchstarten. Weil das zu knapp wohl dem Power Controller. Was ist das? Na, 737 oder sowas. Vielleicht schwerer. Mal gucken. Was haben wir da? Air Greece 972, contact Langrider 12855.
conducting long radar 12855. Hatte ich real, aber auch diese Woche. In Teneriffa mussten wir auch, sollten wir auch aufrollen, und dann haben wir Startvorgabe bekommen und this is Tower, good evening, Windmill 711. Und dann hatten wir während, der Startlauf, am Anfang hatten wir eine Anzeige, die nicht gut war, und dann haben wir abbrechen müssen, und leider, wir haben es dann von der Bahn runterzukommen über den nächsten Rollweg, aber dem Tower war das zu knapp, dann haben wir den nächsten durchstarten lassen. Two stations. 203. Wind 230 for not cleared for takeoff 2-3 left. 2-2 left, clear takeoff 2-Jet 203, tschüss. Los geht's, time running und Toga. Düsseldorf Tower, good evening. Manager 398, ready for departure at Lima North, runway 23 left. Euro Wings 9398, good evening, your number 3. Number 3, Delta Alpha, Foxtrot Tango Sierra, line up at way 2-3 left. Delta Alpha, Foxtrot Tango Sierra, lining up on way 2-3 left. E1, rotate. Positive rate. Real enough green. 400. VNAV speed green. Different altitude, 3000 feet, stand at 1000. Degrees 972, turn right heading 320. Right 320, degrees 972. Plus 7, dann müssen wir mal hier NTIs anschauen. Excuse me, what's the reason of the go around this 72? I don't know what's the reason, they have just tower. Ja, runway was blocked. Watch out. Ja, und langen guten Tag, TUI Jet 203, we were blocking the runway, now we are passing 2800 for 5000 feet. Okay, TUI Jet 203, Langenräder, hello identified. Flight level 230. Climb level 230, TUI Jet 203. Ah, the standard set 230. Speed check, flaps up, und wir müssen links um die Kurve. Zack. Air Grease 972, climb altitude 5000 feet. Langsam, 5000 Es gibt echt keine Leipzig-Air-Bemalung für die SIPO. Das wundert mich. War die Leipzig-Air VA? War der schon auf der Homepage von der Leipzig-Air? Mal gucken, wenn ich jemanden sehe hier von der Leipziger Mitglied, dann kann ich mal fragen. Aber lass mich erstmal hier raussteigen und dann habe ich Zeit. Ja, ich habe heute neueste Version der SIBO installiert, die fliegt sich wieder ganz schön hier. Lang Radar, moin again, Delta Alpha Foxtrot Tango Sierra, passing 2000 feet, climbing 5000. Delta Alpha Foxtrot Tango Sierra, Lang Radar, hello, identified, climb level 230. Delta Alpha Foxtrot Tango Sierra, Delta Alpha Foxtrot Tango Sierra, autopilot is green, command green, LNAV, VNAV. Direct Cola VR, Delta Tango Sierra. Air Grease, 972, turn right heading 050. Right 050, Air Grease 972.
And we are out of the clouds, so we can... Oops. Oh, come on. Stupid thing. Anti-ice coming off. And why was the ignition off? Probably I forgot to set it on. DB4 taxi checklist. Well, life is hard. Wow, this is close here. Yorix 144, confirm your on TEPO 23 transition. Confirm TEPO 23 transition. Das sieht mir nicht so aus. Eurowings 144, turn left heading 050. Boah, sehen kann ich ihn nicht. Ja, das war knapp. Guten Abend, Lufthansa 60, Romeo inbound Ademi, we are descending level 120 to level at Domo. Ah, hier war gerade ein T-Class kurz. Romeo, das war knapp hier, ne? Identified Domox 23 transition info tango. Info Tango, clear the Domox 23 transition, Lufthansa 60 Romeo. Da ist ein Pilot nicht geflogen, wie er sollte. Lufthansa Radar, good evening from Windmill 711, we're passing 1800, climbing 5000. Blocked. Eurowings 144, turn right heading 200, clear also, landing approach, runway 23 left. Landing lights off. Taxi light off. Turn left heading 200. Negative right 200. Left is right 200, Eurowings 144. So, über Level 100 sind wir jetzt, da können wir hier die Kopfhörer abnehmen. London Radar, good evening. Windmill 711, we're passing 2400, coming 5000. Yay! Also mal gucken, ob ich hier in Leipzig in der Nähe sehe. Radar, hello, identified. Climb flight level 240. Windmill 711, climb level 240. Hier erstmal nicht. Mal gucken, ob ich einen anders online sehe bei Watsim. Ich wollte gucken, ob der Center hier CPDLC anbietet. Ne, der mal nicht. Leipzig Air 9465. Oh, den kann ich fragen, ja. Oh, hat er, was hat er für einen Simulator? Kann ich das sehen hier? Nee, ich frage ihn mal. 9425. Also. Delta Tango Yankee, able for runway 23 right. Punkt Message. Delta Tango Yankee von 9425. Uns gibt's noch der Leipzig Air 863, 747 und Leipzig Air 525, 747 auch, ja. Ah, die fliegen Informationen. Da ist ein anderer Leipziger 1202, ATR 72. Ah, der hat X-Walkbox, das heißt, der fliegt auf jeden Fall mit, Delta Tango Sierra Contact, Langenräder 13565 vorbei. Starting Langenräder 13565, vielen Dank, Delta Tango Sierra. Wings 144, turn right, heading to 60, you missed the localizer, descent 3000 feet, QNH 9991. Turn, Wings 144, please again. Wings 144, right, disregard. Maintain present heading, climb 5000 feet. Maintain present heading, and we are on 5500 feet.
Entweder wir descenden oder wir climb. Jules 144, present heading, climb 5000 feet. We are on 5500 feet, wir können nicht climb. Okay, can you confirm QNH 9991? QNH 9992. Okay, on the scope you are descending and the altitude is 4000 feet. Want to go? Da geht's ganz schön ab. Flight level 70, speed 200 knots. Lufthansa 60 Romeo. Ja, ich krieg gerade hier die Antwort auch, dass der Leipziger da, den ich angeschrieben habe, der keine Ahnung. Jetzt habe ich hier schon mal auf der Leipziger Seite gucken kann, mal. Mal sehen. TUIJET 203, Chop. Delta Tango Yankee, Contact Tower, Aurora, 8 Symmetrie. Also 3565. Zack. 1285, Delta Tango Yankee, Contact Tower. Ciao, Langen, TUIJET 203, Level 230. TUIJET 203, South Identify, Continue Climb Flight Level 230. Ja, we continue not climbing Level 230, TUIJET 203. Wir sind auf 230 schon. Also ich habe den nächsten Leipziger angeschrieben, vielleicht kann der mir eine Auskunft geben, mal nachschauen. Der andere hat gesagt, keine Zeit, er muss nicht offline gehen. Hamburg 764 X-Ray, Contact Franken Low 129525, ciao. 129525, Hamburg 764 X-Ray, danke. Der Alex. Langen Radar, good evening from Windmill 711, passing 170, climbing level 240. So, bin ich der Erste? Nee. Papa Whisky. Ich bin Nummer 3. Und wer ist in Salzburg? Mal schauen, was passiert. Ja, klar. Wir finden das raus mit der Seaboom Livery. November 605, Kilo Whiskey, the waypoint please again. The waypoint is Domo, Oscar Delta, Oscar Mike Oscar. November
605 Kilo Whiskey, negative weather contact. Can you confirm if you're covering the western part of Lagan? The northern part of Lagan. So we are by Düsseldorf and Cologne. Okay, so I guess I'm not on your center, then I'll go back to the comm, thank you. No problem, go back up. Ist die Scheibe hier noch beschlagen, so mit Wasser? Speedbird 1477, hello, Lange, you are identified. Okay, der andere Leipzig tut nicht antworten. Tom Sklerk, Triple One, Contact, Rheinrader. Dann fahr ich den nächsten. Was haben wir hier? 863. Lufthansa, T-Papa Kilo, requesting that climb to flight level 340. T-Papa Kilo, you can switch the Lange to the silence, Unicomputer 8. To the silence, want to do that, my answer to the T-Papa Kilo, danke schön, Arno. Lange Radar, good evening, KLM 66 Charlie, flight level 290. KLM 66 Charlie. What's your current position? West of Frankfurt, south of Düsseldorf. Taxi Charlie, continue Unicom into the. For the, you're planning to descend flight level 130 level Airtus. And call into descent the approach controller. Call descent for approach controller 122.8. Flight level 130 by Otis, KLM 66 Charlie. Just. Hello. Alitalia 108, Descent Flight Level 26. So, der dritte Leipzig hat jetzt geantwortet. Er schaut mal nach. Also, wir wissen gleich mehr. One choo choo. Wir sind ein bisschen warm unterwegs hier, kann das sein? Wir drehen ein bisschen auf hier. Wo geht denn das? Geht das? Hier Index Performance. Kostindex nochmal 100 draus. Ja, schon. Okay, ist ein bisschen extrem. Ja, das nehmen wir. Also, dieses Ski-Effekt, naja, ist zwar okay, aber das sollte hier so nicht passieren. Denn hier sind gerade minus 1 Grad, naja. Okay, left direkt Moskau, TuiJet 203. Das ist weit, also kommen wir jetzt vor dir. Alles gut.
3 Meilen, nicht schlecht. Schon wieder hier. Jetzt habe ich zweimal innerhalb von gleichen Luftraum hier miss. Wobei, ich, wenn ich bei Watzim-Controller auch so einen Scheiß baue. An laufendem Band. Scheibenwischer bei der Geschwindigkeit. Da bin ich ja gespannt. Okay. Ja, aber das sollte schon längst weg sein. Nach x Sekunden mit der Geschwindigkeit. Naja, was soll's. Das sind halt die Kleinigkeiten, die noch programmiert werden müssen. Neben Weinkauf. Also, wir machen mal hier Vorschau. Also Log, nee. Wir wollen zum Index. Nee, wir wollen auf FMC kommen. Und dann Requests. Delta, Fox Hotel Sierra, Contact Franken Center, 129-525. ACAS Inflight, Requests. Contact Dick Franken 129-525. Salzburg, Batzim ATIS. Ah, das ist wieder. Achso, der weil der Data Stream bei Watson gerade wieder mal nicht geht. Da machen wir zumindest mal hier das Meter, nehmen wir uns. Not available. Wow. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Was soll's? Okay, TUI Jet 203, then we turn direct OSPIT. OSPIT. LNAV. Nein. Da ist was hinüber. Also wir machen nochmal direkt OSPIT. Ja, jetzt stimmt's. Da hat was gehakt. Aber ganz schön. Jetzt stimmt's. Also LNAV Green und wir drehen Richtung OSPIT. Also, hi Costa. Kirsten, ich habe die Auskunft bekommen und es ist so, es gibt eine SIBO Mod Livery für die Leipzig eher, aber die kann man nur als mit. 131025, TUI Jet, was sind wir hier? 203, tschüss. Also die Kirsten, also die genau, Mitglied für die VA now, und ich habe auch gefragt, ob man sie auch unter der Hand bekommen kann, vielleicht irgendwie, und der meint jetzt nein. Man muss nur, glaube ich, lang genug nachbohren, dann kann man das schon besorgen. Bridging Grüß Gott, TUI Jet 203 to OSPIT at level 230. TUI Jet 203, good evening, proceed direct to TPAM, Tango India, Papa Alpha Mike. Jo, TPAM, TUI Jet 203. TPAM, das gibt eine schöne Abkürzung hier. Zack. Einmal quer durch.
diesmal stimmt die Berechnung. Da hat sie sich vorhin verschluckt, irgendwie die Maschine. Was soll's? Hoppada, lalalala. Also, was wollte ich machen? Na Kirsten, dann wirst du halt VA-Mitglied. Vielleicht willst du auch deine Fliegerei ein bisschen fördern, weil die helfen dir bestimmt auch noch direkter, als wir es hier können. Wer weiß? Keine Ahnung. Ja, die vielen Wolken hier, die killen meine Frames. Jetzt habe ich hier so 25, 28, 29, wow. Wenn ich rauszoome mit Wolken, dann geht es runter auf 22, teilweise 18. Das ist schade. Also wir sollten uns mal, glaube ich, den Lande- und Anflugvorgang anschauen. Ne, was haben wir hier? Avitab Charts. Zack, Charts. Ne. Also. Schau mal. Salzburg, wir kommen rein über Bardet. Bardet One Romeo Arrival. Und das geht bis zum Salzburg VOR. Das heißt, es ist ein einfacher Arrival. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Haben wir schon SATIS? Mal gucken, auf meinem zweiten Bildschirm. Nee, noch ist da nichts in Erfahrung zu bringen. Also ich. Ach, was plane ich jetzt? Ich kann nichts planen, weil ich noch kein ATIS habe. Das ist echt nervig. Aber das ist auch realistisch. Natürlich könnte ich bescheißen und den wieder anschreiben, was es denn da für, was da gerade in Use ist. Aber das macht man nicht. Das wäre langweilig. Das kann jeder. Also es gibt auf jeden Fall hier ILS 15, das wäre die einfachste Möglichkeit. Salzburg VUR, Salzburg NDB und dann das ILS direkt. 4000 Fuß Final Approach. Aber es gibt auch die Möglichkeit hier den RMP Approach zu fliegen. Aber es gibt auch den RMP Visual Victor Runway 33. Da geht dann hier von dem Whiskey Sierra 831. Ne Quatsch, Whiskey Sierra. Okay, 833 und dann geht's da runter. Dann bis zum 835 und dann entweder durchstarten oder den Anflug hier fortsetzen nach Sichtflugregeln. Oder eher nach, ist zwar immer noch IFR, aber eben nach Visual, nach VMC. Eben, wenn ihr auf den Jeppesen-Karten solche Pfeile seht, heißt das, das ist eben ein Sichtanflugverfahren, während wenn diese Striche, die ihr seht, das ist eben ein IFR-Flugverfahren. Das heißt, an dem Punkt entweder IFR oder IMC durchstarten möglich oder wenn man VMC ist, weiterfliegen, anfliegen über die Punkte. Und sonst gibt es auch noch das hier, Circling über Sierra India und dann da. Aber das machen sie nicht so gerne, weil da tut man die ganzen Luftraum blockieren. Ja, Kirsten, da hast du auch eine Motivation. Da musst du üben. Jetzt muss ich mal klären, wie ich da vom Salzburg VOR bis zu den Punkten komme. Wie ist das über diesen RMP-Approach? Vielleicht 815, 814, nee. Okay, go
ist eventuell auf anderen Karten drauf, die ich jetzt hier nicht geladen habe. Muss ich mal angucken. Understood. You've got a contact me? Yes, for frequency 13272. Yeah, then switch over. Okay, 13272. Also, komm her. Eigentlich wollte ich noch hier nebenher meine Spesenabrechnungen machen, aber nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mache ich morgen. Schönen Abend noch. Austrian 1 Papa Delta, no ATC ahead, resume all navigation and Unicom 1228, cabin ending. 1228, goodbye, Austrian 1 Papa Delta. Leipzig Air 1202, continue descent altitude 4000 feet, QNH 0992. Ja, das könnt ihr gerade nicht sehen, ich bin auf meinem zweiten Bildschirm und schaue mir die Karten an. Aber ich weiß nicht, wie man das verbinden soll. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal. Ja, also Kirsten, musst du wissen, ob du das machen willst oder nicht. München, grüß Gott, die Windmill 711, Level 310. Ich werde mal schauen, ob ich Delivery nicht so besorgen kann über verschlungene Wege. Ja gut, das direkt auf Salzburg VUR und dann ILS geklärt, das ist okay. Aber wie komme ich vom Salzburg VUR zu diesem ANAV Waypoint für das RMP Visual Runway 133? Das ist die Frage. Ja, leider haben wir keine Scheibenwischer für die Seitenfenster.
Windmill 711, proceed direct to Ostes. Back to Ostes, thank you, Windmill 711. So, sind wir langsam in der Reichweite vom wir haben Salzburg Aethys. Ja, mal gucken. Was haben wir hier? Also, Salzburg Aethys. Das ist Salzburg Information Romeo at time 1950, arrival runway 15, departure 33, transition level 120, das können wir gleich mal eintragen. Transition level 120. Radar, good evening, Windmill 6 Tango Charlie, flight level 23005. Wind 250 degrees, 8 knots, cavalcade, temperature 8, dew point 0, QNH 988. Das wird schon gefallen hier noch ein bisschen, ja. 988. Also. ET November 605, Kilo Whiskey reporting at Domo. Ich tue jetzt mal die Circle to Land rein programmieren. Das ILS habe ich noch schnell nachgesetzt, das ist kein Problem. Ja, tschüss, TUI Jet 203. Ich glaube nicht, ich rufe gleich den Wiener. Also Autobrake kann man schon mal Tusche einstellen und dann auf das Kärtchen. Nein, ich wollte nicht reinzoomen, ich wollte hier reinzoomen. Also wir machen als Backup das ILS 154 Grad 109,9. Also 13.8. Easy 1861, expect 13.08. Achso, wir können noch hier CPDLC uns einloggen. Die hat 34, Victor Charlie, sorry, war blockt. ATC, wo ist denn das hier? Lock on. Ballert beim einen geht's, beim anderen nicht. Direkt du ballert. Lima, Oscar, Victor, Victor, lock on, send. Still sending. Two Alpha Papa, no problem. Climb 1-1, 11,000. Direct Romeo Tango Tango and entry hold. Alright, Romeo Tango, climb 1-1-0. Wow. Immer noch sending. Ah, kann aber dauern. In der Zwischenzeit warten wir halt hier. Da kommen Wolken. Temperatur minus 2, schnell NTIs on. Das könnte wackeln. Turkish 4, Foxtrot Uniform, Gothic Tower, 1-100, Decimal 4, Ignat. 1-100, Decimal 4, Turkish 4, Foxtrot Uniform, bye-bye. Hello, this is Tom Jet 111.
Sound Jet 3-1, good evening. Enter the hold at Romeo Tango Tango as published, maintain 13,000 feet. Canadian spoke, Niner, under signal. Immerhin, kein Turbulenz hier. Und wieder raus schon. Ja, noch nicht raus. Also gut, dann machen wir jetzt weiter hier mit unserem Kärtchen. Also 109,9, 154 und wir haben das Salzburg NVUR 13,8. Auf dem NDB 80 machen wir wieder das Sierra India, das können wir brauchen. So, hat der Wiener jetzt doch kein CPD hier oder was? Wien, guten Abend. TUIJET 203, Level 230, unable to log on to your CPDSC. Nee, zu tief. Verstehe. Ja, dann Radar Contact von da und ja, schauen wir nachher, wenn es die DLC mit näher bis, ich glaube, zu weit, noch bist du zu weit weg. Verstehe, okay. Ich sehe als Rejection und unable due to airspace. Okay, check. Das Ding ist zu schlau. Eindeutig. Aber eigentlich wollen wir den folgenden Approach fliegen. Hier, also 833-834 at 5000 feet. Then descend to 835, circling MDA 3980. Laser 1 Tango Romeo, turn left heading 180, descend 6000 feet, KNH 905. Also, Barrow Minimum, das dauert eine Weile. 3980. Haben die anderen gefeilt? Haben die eine kürzere Route gefeilt? Ne, die haben die gleiche, aber er hat eine andere Abkürzung bekommen. Ah ja. Dankeschön, München. Ich weiß schon. Thompson 111, I see you're following the approach and not entering the hold. Any issues? Yes, yep. Yep, so, heading 360 and confirm unable to hold. Item 360, whatever hold. Roger. Who's the one Tango Romeo for the left one? Also dann gucken wir uns mal die Route angucken im FMC. Also bla bla bla, 5000, ja, also 5000 und dann 3980 und dann 831 hold. Okay, mal gucken, was da in meiner Karte drin steht. Was für Mist Approach. Und falls wir weiterfliegen, fliegen wir zum Whiskey Sierra 836. Das geben wir jetzt aber ein hier. Whiskey Sierra 836. Und Whiskey Sierra 837. Touch
Jet 203, direct to Salzburg, VOR, descent level 120. Direct Salzburg, VOR, level 120, TUI Jet 203. Okay, dann machen wir das jetzt hier, execute, sehr gut. Und, achso, jetzt nochmal dahin. Salzburg, VUR, direct, execute. Und. Jet 111. Confirm you are unable for to fly heading 360. Level 120. Und wir haben noch ca. 60 Meilen bis zum Salzburg VOR, da wollen wir auf 5000 sein ungefähr. Dann müssen wir 23 minus 5 gibt 18, 18 mal 3 gibt irgendwas knapp unter 60, also sind wir auf dem richtigen Profil. Ground Speed 3400, das sind dann 2000 Fuß in der Minute. Ich gebe ein bisschen mehr, dass wir früher ankommen auf der Höhe und abbremsen können noch. Ah, wir haben das Anti-Ice noch an. Ich mache mal das Wing Anti-Ice aus. Für die fluffigen Wolken reicht es Engine Anti-Ice. Also, wir machen dann at Whiskey Sierra 835, Maxwell 85, then reduce 145 at Whiskey Sierra 836, then a right turn 837 for the runway. Und, in case of missed approach, turn right, max 95 to Whiskey Sierra 831 and climb 6000 feet and hold. Machen wir. Und falls wir das nicht fliegen dürfen, dann gibt's wahrscheinlich den ILS approach. This is Comjet 111 established on. Yeah, you were not clear for the approach, sir. You were instructed to fly a holding, you told me. Unable, I told you to fly heading 360. So, yeah. Are you interested to use ATC services? Turtle one? Yeah. Just say sorry and continue. Terry. 330, hello, radar contact, climb level 300. And in case we fly the ILS, so 4000 feet, we said already a missed approach, minimum is 1800, a missed approach is to DME2 of Oscar Echo Sierra South, then left to Sierra India, and then NDB, and then VUR, 6000 out. Okay, trouble by. We know terrain here in the south, especially the highest peak on the map. Southwest, otherwise southeast here, 4600, 4400, 5900, and on base turn there's an obstacle here, 1900, the runway elevation is 1411. After landing we locate left, Charlie, maybe, let's see. Or if we land runway 15, probably vacate via Echo. Oh, mit der hier dicken Wolken drin, ne? Nochmal Anti-Ice anschalten. Und langsam ist doch dunkel, also machen wir Lichter hier an. Der Flieger fliegt schon wieder hier am VOR vorbei, oder was? Warum? Ich denke, das ist gelöst worden, das Problem. Ja, Elnav Green to Salzburg. Altitude 10,000, 10,000.
Also wir können schon mal den Approach vorbereiten. 1, 2, 3, Decimal 7, 2. And and I'll tell green. One, two, three, seven, two, Tweejet 203, Charles Steve. Und Salzburg Tower is 18.1. Salzburg Servus, Tweejet 203, level 120, inbound Salzburg VUR, information Sierra, request RMP Victor, runway 33. Tweejet 203, Salzburg radar service, descent altitude 9,000 feet. Salzburg, QNH 988 hectopascal, and due workload, expect circle to land approach runway 33. Okay, descent 9,000 feet, 9,088, and we expect approach to Jet 203. It's going to be the circle to land, but followed by which procedure? It will be the ILS runway 15, and then the tower will clear for the circle to land visual for runway 33. Okay, roger. ILS for the circle to land. Tweejet 203, thank you. No done. 9 or 8, 8. 9 or 8, 8. Dann müssen wir alles umbauen. Na gut. Ja, alle sind eingeschlafen. Aber wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Also, Circle to Land. Refer to Chart 19-10. Machen wir gleich. Also, 9.9. We need die ILS. Und 19-10. Die habe ich, die RPD-Karte. 2Jet 203, continue descent to 5000 feet. Speed 240 knots. Send 5,000 feet and 240 or greater to each at 203. Also done here. Then arrival. Expect ILS runway 15. ILS 15 via Salzburg. Zack. Direkt Salzburg, Salzburg, ja, das haben wir. Das haben wir alles. Landing Configuration plus 5 knots is fine. Lala, we get the nav setting. 9.9, 13.8, 9.9. So, let's have a look at the charts then. So we fly the ILS, but we will only descend to a circling altitude of 2550. Yellowwings 9398, descent altitude 9000 feet, Salzburg, QNH 9888 hectopascal. Ah, so let's go all the way back down again, blah 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 blah. Sorry, please say again for Twitter 203. Ah, oh, that was nicht vor. Sieht mir real nie. Also, Varo Minimum 2550. Also, Circling Procedure Runway 33. Complete a published missed instrument approach to Runway 15 after passing Sierra India Locator. Fly visually approximately in 125 for 3.5 miles. Then, right on final runway 33. Oh,
Also 125 track after Sierra India for 3.5 miles. Our speed will be about 160 knots, 180 knots, that's 3 miles a minute. Jet 203, speed 180 or not, so greater, continue descent 4,000 feet. 180 or greater, descend 4,000 feet to each at 203, maintaining 250 for the time being. Dann gehe ich steiler runter, damit ich später besser abbremsen kann. Ah, wir sollten noch anschnallen, glaube ich, hier. Uns NTIs abschalten. Zack, zack, zack. Wing on, Logo on, Fastenbelts on, Ignition continuous und Speed Brake armed. Ja, aber eigentlich wollte ich einen RMP-Approach fliegen und nicht das dumme Circling. Das Circle to Land kann jeder. Also, it's saying 3.5 miles. We will do about 3 miles a minute, so we need about 1 minute and 10 seconds before we make a right turn. Final 334. Und we said minimum is 2550, that's about 1150 feet above the airport elevation. 2-0-3, cleared ILS, runway 15, report established. Cleared ILS 15, equal established to EJET 203. Windmill 711. Wir bremsen mal auf 220. 1000 to go. Okay, 2217, ja, wir können coming noch down. Wir können and, noch ein bisschen fliegen. We have information there, thank you. So, let's enjoy the scenery. Hey Felix. Hey, Pepsi war doch cool. Und uncool sowieso. Also, Salzburg NDB approaching. We are cleared for the approach. I will let the LNAV intercept the final course and then I will select approach mode. Flaps 5 selected, speed was checked. Approach mode, lock green, glide slope armed. 2-Jet 203, no ATC speed restriction. No speed, 2-Jet 203, established localizer. 2-Jet 203, thank you, contact Salzburg Tower, bomb and 8 decimal. 18-1, 2-Jet 203, Pfirti. Was ich nicht geguckt habe, ist die Procedure auf irgendeine Geschwindigkeit limitiert? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Ich sehe kein Speed Limit. Salzburg Tower Servers to EJET 203, ILS 15, circle to land 33. We are cleared for the circle to land, the approach runway 33, we call you, breaking off QNH 988 to EJET 203. Was ich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte nur Localizer machen und nicht Approach Mode. Das kann ich jetzt nicht mehr zurück machen, oder wie? Oh. Eben, weil ich will eigentlich sicherstellen, dass ich die 2550 unterschieße. Deswegen wollte ich eigentlich... das habe ich ja ganz schön gestottert. Deswegen wollte ich eigentlich, dass er nur einen Localizer schnappt und ich den Sinkflug mit Vertical Speed steuere. Naja, zu spät. Ich könnte es bestimmt noch irgendwie wieder hier raus... Nee, geht nicht. Egal. Danach fliegen wir von Hand weiter. Und wir dürfen nicht vergessen, die Uhr zu starten. So. Kann ich hier das irgendwie... Wahrscheinlich kann ich... Ah ja, hier. Lock und Vertical Speed.
Autopilot off. So, lock, vertical speed. Ah, jetzt geht's doch. So. Minimums. Warum sinkt der jetzt weiter ab? Das sollte er nicht tun. Mein liebes Flugzeug. Okay, let's fly manually. Also, Sierra India is still another mile ahead of our flight path. This thing is not doing what I was expecting it to do, but well, such is life. And we are abeam Sierra India almost, and we turn left. And we start the chronometer on the small watch on the left. Fly heading. Yeah, flight director off. Goodbye. Or in case missed approach, 6,000 feet. We set that here. Approaching minimums. So. 125. And 334 for the runway heading. Come on, heading 334. We have 30 seconds to go. Gear down. Oh, sorry, yeah, we just broke off. TUI Jet 203 joining the base turn shortly. Oops. Runway 33 to the land, and we vacate Charlie. We do our best. TUI Jet 203. So, time elapsed, and we make a long. Oh, we climbed. We didn't want to climb. Bloody idiot. We need to configure more. Come on. We got the minimum, we were there already, we just climbed unintentionally. Yeah, there is no glide slope. Stupid thing. So, mal gucken, wo wir rauskommen. Sollte eigentlich hinhauen. Yeah! One red, three whites on the puppy. Why not? A bit slow on the speed. Yeah, this kind of stuff, you want to fly with two persons in the cockpit. You need the help of the other pilot. Also, gear down, three greens, flaps full, green light, auto brake, sorry, speed brake armed, auto brake two. Wind from the left, 7 knots. Okay, we need 2 degrees of crab angle. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Den Charlie schaffen hier den Taxi Bay. Mal gucken. Boah. Knapp vorbei, aber wir können da noch kurz einen Backtrack machen. TUI Jet 203 making a short backtrack to vacate Charlie. We'll be off the runway in 10 seconds. Whiskey 5 via exit 3, TUI Jet 203. So, elapsed time 1 hour 5 minutes. The wind 260 degrees will fall off from the 33 UK to land. Oof.
So, das war jetzt anstrengend. Aber Charlie normal. Ja, good luck. Say again, Eurowings 9398. Eurowings 9398, after landing, please locate via Charlie. So, erstmal hier stehen bleiben und den Flieger aufräumen. Puh, das war jetzt nervenaufreibend. So, Charlie und Exit 3. Den habe ich auf dem Layout nicht drauf. Da muss ich kurz in meine Karte hier reinschauen. Wo ist das? So. Exit 3 ist, wo wir stehen, und Whiskey 5 ist dann der hier. Sind die umbenannt worden? Nee, immerhin stimmen die noch. Okay, dann geht's weiter. Also, zack. Dann machen wir jetzt hier Landing Lights off, Taxi Light on, Ignition Auto, All Heatings off, APU lassen wir aus, bla bla bla. Okay, that should be it. Ja, yep, da fehlt auch mir der Kollege, ja. Und vor allem habe mich da gerade mäßig abgelenkt, dass ich nicht einfach den Modus umschalten konnte im Final. Ich habe versucht, den Flight Director abzuschalten, um die Logik zu resetten, zurückzusetzen. Mit der Hoffnung, dass ich dann wieder auf Localizer und Vertical Speed umschalten kann. Das hat aber nur so halb geklappt und der Flieger hat irgendwie weggedreht, warum auch immer. Auf jeden Fall, das war nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir haben es geschafft. Und wenn man sich da ans Rezept hält, Kurs 125 für 3,5 Meilen und dann umdreht, dann passt das. Das klappt wirklich. Und dann wirklich einen schönen 25 bis 30 Grad Turn mit Final Approach Speed plus 10 oder so machen. Ah, guck mal, da kommt dann noch ein Final hier. Cool. Guck, da kommt der nächste. Der kommt auch schön rein. Cool. Na, nett. Also, hier ist Whiskey 3. Wir müssen auf Whiskey 5. Hi, good guinea pig. Richtig trimmen. So, Whiskey 5 ist jetzt hier. Da muss ich rechts reindrehen. Das ist Whiskey 4 und der Whiskey 5 ist da irgendwo hier, ne? Die Linie nebendran. Da, die gestrichelte, das ist Whiskey 5, genau. Na komm, noch ein bisschen Gas geben. Salzburg Tower, good evening. Windmill 711 on the ILS 15. Windmill 711, Salzburg Tower. Servus, you are cleared for the circling approach for runway 33. Continue the approach, one landing at the moment and please report breaking off. Okay, clear for visual 33, call you with breaking off, Windmill 711. Sehr gut, da kann man mal richtig reinzoomen und gucken. 737-800, das ist die nächste Linie. Upp, stopp. Upp. Park Brake Set. Den müssen wir noch machen und da machen wir jetzt hier Ground Services, GPU und Chock Set. GPU connected. Und zack, zack. Fuel off. Ah, Taxi Light noch off, das soll keinen zu sehr blenden. Anti-Call off. Seatbelts off. Noch hier fertig. Also einmal von links oben runter. Fuel Pumps off. Dann nächste Reihe von oben nach unten. Das stimmt alles. Die nächste Reihe, ja, ja. Electric Pumps off. Alles gut. Und da runter, da müssen wir nichts machen, weil na, wir können das APU schon vorbereiten. Weil brauchen wir beim nächsten Flug sowieso wieder. Anti-Call off. Wunderbar. We have survived. Oh,
Da kommt die Eurowings. Und da sind schon die nächsten im Anflug. Und reinzoomen. Da kommt der One Engine Out. 711. Der da. Und der nächste ist auch schon hinten dran, weiter weg. Windmill 7-1 breaking off runway 33 circuit visual. Und wir können noch hier den. Na, das wollte ich nicht. Wir wollten hier noch die Türen aufmachen. Clear land 33, we'll hit by Charlie, Windmill 7-1-1. Ja, vacating Charlie is quite sporty. No, but otherwise, if you take Bravo, we can't guarantee the minimum separation for all the aircraft inbound, so I'm very sorry for that. Yo. Aft entry, good. Und dann noch erster ES. So, da ist der andere, der nächste da oben. Ah, wir können mit, ja, wir können mit ihm mitfliegen. Stimmt ja, da war doch was. Also, Aircraft 7-11. Good evening, Windmill 6 Tango Charlie for circling 33. Windmill 6 Tango Charlie, Salzburg Tower, Servus, you're clear for the circling approach, runway 33. Continue the approach, number 2, 1 landing prior. Please report breaking off the wind to 60 degrees, 4 knots. Cool, ne? Okay, number 2 will report. Das ist dann in Leipzig, ja. Windmill 6 Tango Charlie. Wir können auch noch schauen, wie es im Cockpit bei ihm aussieht. Nächste Stufe. Genau, das ist der Blackbox. Can't really see much there. There's the airport. Yeah, now he's messing it up. Yes! Ooh, that was quite tight there, wasn't it? Yeah, he messed it up. It's very easy to mess up. Also man, wenn man den Anflug kann man leicht, also diese Kurve kann man leicht auch real überschießen. Und das, ist das geht sehr einfach. Ich bin sicher, dass nach hinten biegt, das wird schon noch klappen. Das klappt schon noch. Gut, ich meine, der Blackbox ist auch Profi. Der kriegt das hin. Right. Four breaks. Aber Charlie rausrollen, vergiss es. Charlie, to be honest. Four breaks. Come on. Shall we backtrack Charlie really quickly? Windmill 7-1. Windmill 7-1. Shall we backtrack Charlie really quickly? Okay, we'll do. We're expediting. Okay, we'll do. We're expediting. Ja yeah, gut, ich wollte Charlie vorhin runter, aber eben der Blackbox kam jetzt ein bisschen blow zu spät rein. Sure, because we've seen that last time. Heavy 321. Kam ein bisschen höher rein, deswegen hat ihm da ein bisschen Distanz gefehlt. Das Wichtige beim Sofliegen ist, dass man wirklich in der Touchdown-Zone früh möglichst aufsetzt und dann hat man nämlich dann hat man nämlich mehr Zeit, mehr Raum, um abzubremsen. Ich mache ein bisschen heller. Echo Niner via Lima Exit Nummer 3 and please call me as soon as you understand I will expand you by the RFP voice level again. Okay, it's copied. So stand Niner via the exit 3 and I'll contact you once we've switched the engine off. Via the exit 3 and I'll contact you once we've switched the engine off. So, nächster zur Landung.
Yeah, that was a gorgeous approach. Wow. Good exciting night. Stuff. Good night. Eben, das ist auch, das ist hübsch hier, ne? Das ist die Szenerie von X-Plane, da irgendein Add-on bestimmt. Die ist natürlich viel schöner als Standard, ne? Dieses sieht richtig geil aus, ne? Yeah, Dusty, the thing is, really, I could have extended just a tad. Ja, oh ja, die Landerate war besser als meine, ja. Very close. Aber ich wollte eben vorhin runter. Did the approach check? Ich wollte runter. Aber der kommt zu tief rein, jetzt guck. Vier rote auf dem Papier. Kann aber sein, dass der eine andere Szenerie hat, einen anderen Simulator. Und deswegen auch woanders aufsetzen wird. Vielleicht ein bisschen früher. Achtung, da Mobilfunktower. Uch. Ja, es kann sein, dass der eine andere Szenerie hat, einen anderen Simulator. Und dass die Landebahn bei ihm früher beginnt. Und eben nicht übereinstimmt mit meiner hier. Ja, und ich bin auch gespannt auf die Erklärung vom Tower, warum wir den RMP-Anflug nicht fliegen, nicht nutzen durften. Da kommt der Kollege Blackie Boxy. Windmill 6, Tango Charlie, herzlich willkommen in Salzburg. Welcome to Salzburg. Taxi 2 stand Echo 4 bei Yashima, exit number 3. Taxi stand Echo 4 bei Lima, exit 3. Windmill 6, Tango Charlie, thank you much. Salzburg. Tower, good evening, Windmill 262 with your ILS. Runway 15. Windmill 262 Salzburg Tower, Servus, you're clear for IU. Do you want the circular approach for Amitriti? Affirmative, we are doing the circular approach runway 50 on the district. Windmill 262, you're clear for the circular approach runway. Ja, ich weiß nicht, ob das Circle to Land schwerer ist als der RMP. Keine Ahnung. Ich finde die beide anspruchsvoll. Aber ich bin so ein Kram eher gewohnt mit meinem Arbeitsprofil von. So, wo parkt denn der jetzt? Ah, da hinten, oder was? Ah, da hätte er ihn angestellt, okay. So, na, Tower wollte auch was erklären. Da sind wir alle gespannt, was er zu sagen hat. So, haben wir noch irgendwo hinfliegen? Es ist zu dunkel geworden wieder. Ich habe das doch schon vorgeschaltet, die Zeit. Okay, so ist schöner. Also, nächste Maschine im Anflug ist hier... Was ist da hier? Windmill 262 breaking off for circling runway 33. Noch ein A23. Thank you very much. The wind is 60 degrees with 4 knots and the 33 clear to land. Clear to land, runway 33, wind 262.
Ich wollte nur nachgucken. Settings, Simulator. Windmill 711, go ahead. I just want to explain to you two things. First, we can't clear you for the RMP approach if we have runway 15 active for landing, because you would directly go into the missed approach sector for the ILS, and so this was unfortunately not available. And the second thing was, I'm very sorry with Charlie, but as you've already seen Salzburg in real life, and if you take Bravo, like, it takes a long time, and in Salzburg we need more separation if you do the visuals, so we had to clear you via Charlie. I'm very sorry for that. Yeah, that's all fine. Charlie is fine. I'm just a bit cautious regarding the braking distance for that. 321 heavy is very difficult to get out of Charlie, but I do understand the problem with the RNF approach regarding 15 approaches and the missed approach there. That makes perfect sense. Yeah, thanks for the explanation. Windmill 711, und wie immer, es war mir eine Freude, dich zu kontrollen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. Ciao, servus. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr in Österreich seid die Besten. Dankeschön. Tower TuiJet 203. TuiJet 203, go ahead. Ja, wenn es da nur um die Zeit geht, um die Bahn zu verlassen, wenn du Leuten sagst, vacate expeditiously via Bravo, we can do that. Yeah, TuiJet 203, the problem is we have to guarantee you, if you break off, that the runway is already cleared or will be cleared in the next 20 seconds, and if I don't tell the pilots to vacate Charlie and they don't brake heavily enough, or they don't even try to do it, then I have to let you go around even before you start the break off. Yeah, but if you tell people to vacate Bravo and expedite, should be the same result. So, der hat noch kein Fahrwerk draußen, wird wohl nicht übertragen hier von dem Modell. Schade. TuiJet 203, believe me, my experience tells me otherwise. Okay. Also kein Fahrwerk. Muss ich bei dem noch die Ground Flag setzen oder was? Oh. Wobei, da muss ich halt sagen. Da muss ich halt sagen, da muss ich dann die Simulation auch die Simulation sein lassen. Ne? So, jetzt kann ich eure Fragen wiedersehen. Felix, ja, sorry, ich fliege mit RTPL. So, fliegen wir noch irgendwo hin? Ich weiß nicht. Wir schauen mal auf die Weltkarte und sehen, was wir da tun können. Der Blick hier drüben ist hübscher. Ah, da ist eine 767, ist gerade aufgetaucht hier. So, genießen wir die Berge. Und währenddessen schauen wir mal auf die Weltkarte. Ja, letzter Luftraum, der offen ist, ist hier Österreich. Der Rest von Europa schläft schon. Krass. Das ist ungewöhnlich. Ich meine, wie spät haben wir es jetzt? Na gut, 20 nach 10. Okay, es ist während der Woche. Ich schalte so. Dann gucken wir mal hier drüben. USA ist auch leer. Wow. Was für ein Tag heute? Ist heute ist Montag. Ja. Haben alle noch Wochenend-Grog.
Ja, und war es ein Group Flight von der German Air Express. Wow. Whiskey 3 via Lima, Windmill 262. An exit 3. Ja, wenn hier alles zu ist, dann alleine fliegen ist ja auch doof. Ich könnte noch meine Afrika-Tour fortsetzen, aber dafür ist es schon zu spät am Abend. Das machen wir nicht. Da gehen wir lieber morgen nochmal fliegen. Na? Dann mache ich jetzt hier den Laden dicht und wir fliegen morgen nochmal, ja. Mal gucken, hat sich der Schwebeflieger eingekriegt wieder? Der müsste gleich hier entlang gerollt kommen. Wo ist er? Das Fahrwerk ist inzwischen ausgefahren. Nein, kein Fahrwerk. Das heißt, der Flieger überträgt nicht die Daten. Das ist der 262, glaube ich. Ah, jetzt kommt's raus. Guck, da. Zack. Okay. Warum auch immer. Erst jetzt erst rauskam. Okay, dann, Leute, ich sag gute Nacht, vielleicht noch im Discord bis gleich und wir sehen uns. Ciao, ciao.